Yo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch, wie ihr das Modern Weapons Pack für die Version 1.7.10 installieren könnt. Wir klicken hier einmal auf den ersten Link in der Videobeschreibung, dann kommt ihr zu exakt dieser Seite und dann klickt ihr mal auf diesen 1.7.10 Versionslink. Einfach einmal draufklicken, dann werdet ihr weitergeleitet zu einer Seite. Hier bitte nichts anklicken, sondern nach 5 Sekunden oben rechts auf Werbung überspringen. So, einmal draufklicken und dann öffnet sich hier hinten eine neue Seite. Einfach schließen und hier öffnet sich auch eine neue Seite. Und auf dieser Seite einfach nichts machen. Nach 5 bzw. 10 bzw. 20 Sekunden sollte sich diese Seite geladen haben. Dann klicken wir hier auf dieser Seite wieder mal auf nichts, außer auf Download. Es öffnet sich eine neue Seite, diese sofort wieder schließen. Dann öffnet sich hier ein Download. Wenn ihr wirklich auf diesen Download geklickt habt, dann könnt ihr auf Behalten klicken. Ansonsten nicht. Wir klicken auf Behalten. So, nachdem das gedownload ist, können wir das auch wieder schließen. Drücken Windows-Taste plus E, gehen auf Downloads, gehen auf dieses Modern Warfare Content Pack für die Version 1.7.10, ziehen das uns auf den Desktop, können das schließen. Jetzt drücken wir Windows-Taste plus R, geben 1% AppData%, steht auch nochmal in der Videobeschreibung, klicken auf OK bzw. Enter. Dann ist der Punkt Minecraft-Ordner entweder oben oder ganz unten. Wir klicken auf diesen Punkt Minecraft-Ordner, klicken nicht auf Mods, sondern auf Flan, da das Ganze ja ein Content Pack ist und nicht die Grund-Flans-Mod. Wir ziehen uns dieses Content Pack in den Flans-Ordner, das können wir hier wieder löschen. Wir haben das ja schon hier drin. Jetzt starten wir Minecraft mit der Forge-Version 1.7.10. Falls ihr nicht wisst, wie ihr Forge bzw. Flans-Mod für die Version 1.7.10 installieren könnt, einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich erklärt, wie ihr Forge und die Flans-Mod für mehrere Versionen installieren könnt. Wir klicken einmal auf Spielen mit Forge 1.7.10. Minecraft startet sich auch schon direkt und wir testen aus, ob das Ganze jetzt wirklich installiert ist. So, wir gehen einmal in den Singleplayer, nehmen wieder unsere Testwelt. So, wenn ihr dann in der Welt seid, einmal E drücken im Kreativmodus, einmal nach rechts auf diesen Button und dann seid ihr auch schon hier und wir werden das Ganze jetzt nochmal austesten. Aber wie wir sehen, ist das Ganze schon wirklich erfolgreich installiert. So, nehmen wir nochmal hier G36C, G36C. So, und werden das Ganze jetzt austesten. Übrigens mit Rechtsklick könnt ihr die Rüstung anziehen, dann habt ihr die direkt im Inventar. So, einmal F5 und wie wir sehen, können wir auch nochmal nachladen. So, wie wir sehen, das Ganze funktioniert auch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Mod und noch ein Anhang in dieses Video, falls ihr ein anderes Content Pack installieren wollt, dann funktioniert das auf dem gleichen Wege, wie ich dieses hier installiert habe. Es ist nur ein anderes Content Pack. Installiert einfach euer Content Pack genau auf dem gleichen Wege, wie ich dieses hier installiert habe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag, haut rein und ciao.